Die Greta hat Geburtstag. Tralalala. Tralalala. Die Greta hat Geburtstag. Tralalala. Ein Geburtstagsständchen für Greta. Feierliche Frühstücksrunde in der Schmöllner Kindertagesstätte am Finkenweg. Als Betreuer in der morgendlichen Runde neben Erzieherin Jeanette Feustel auch Robby Sprunghofer. Der angehende staatlich anerkannte Kinderpfleger absolviert hier sein Praktikum, mittlerweile das zweite während seiner zweijährigen Ausbildung. Robby, der Kinderpfleger in Spe, ein Mann in einem von Frauen dominierten Beruf. Für Jeanette Feustel längst nichts Außergewöhnliches mehr. Also außergewöhnlich nicht unbedingt. Ich hatte schon mal Prüfung gehabt. Die Schulen führen ja immer diesen Girls- und Boys-Test durch. Da ist das Interesse eigentlich von den jungen Männern eigentlich groß. Und wir haben eigentlich gute Erfahrungen gemacht. Die jungen Männer werden von den Kindern, besonders von den Jungs, gut angenommen. Weil ein Mann vielleicht doch eher Fußball, Autos, Bausteine, so die typischen Männersachen, besser kann vielleicht wie eine Frau. Mit Kindern und Jugendlichen arbeiten, für Robby schon immer ein Traumberuf. Die Ausbildung zum Kinderpfleger nur der erste Schritt auf einem noch langen Bildungsweg. Wie es nach dem Kinderpflegerabschluss weitergeht? Dann werde ich auf jeden Fall weitermachen mit der Erzieher, eine Ausbildung, die ca. 3 Jahre dauert. Und dann würde ich gerne in diese Richtung gehen, mit Jugendlichen zu arbeiten, Streetworker-Bereich oder halt in WGs. Doch jetzt stehen erst einmal die Kleinen im Mittelpunkt seiner Aufmerksamkeit. Gemeinsames Zähneputzen nach dem Frühstück, der richtige Umgang mit Zahnbürste und Zahnpasta will gelernt sein. Danach ist Spielen angesagt, Turmbau in der Spielecke, ein waches Auge haben auf alles, was ringsum geschieht. Spielen kann anstrengend sein, zumindest für den angehenden Kinderpfleger. Sein größtes Problem zum Praktikumsstart: die Namen merken der Kinder, das war das Schwierigste. Und um mit den ganzen einzelnen Charakteren zurechtzukommen, manche sind halt ein bisschen zickischer, ein bisschen quengelischer. Man muss sich darauf einstellen, wie man mit den Kindern umgeht. War halt am Anfang sehr schwer. Mama tauschen. Und jetzt kommt der Paule. Eine ungewohnte Situation, mit der Robby bestens klargekommen ist, was ihm vor allem seine jetzige Chefin bescheinigt. Robby macht seine Sache sehr gut, also kann ich mich überhaupt nicht beschweren, das ist mir eine große Hilfe. Er hat geguckt, wie was wir machen, es geht gut auf die Kinder ein. Ich weiß nicht, also er hat ja gemerkt, dass die Kinder verschiedene Charaktere haben. Jedes ist eben ein Individuum, hat seine Vor- und Nachteile und seine Wünsche und jedes Kind ist eben anders. Und das muss man so annehmen und muss dann das Beste draus machen. Und das hat er sich gut abgeguckt und schafft das sehr gut. Und auch die Mädchen und Jungen sind mit ihrem Robby hochzufrieden. Dass Robby seine Umwelt mit einer extravaganten Frisur überrascht, das ist für die Kleinen am Finkenweg überhaupt kein Thema gewesen. Warum das so ist, das glaubt Robby ganz genau zu wissen. Kinder gehen nicht so nach der subjektiven Erscheinungsbild des Menschen. Die gehen halt danach, wie sie behandelt werden. Und die haben kein Problem damit. Spielen mit Robby, gemeinsam den Kindergartenalltag erleben. Nur noch wenige Tage, dann ist diese Zeit vorüber, Robbys Praktikum zu Ende. Wochen, an die sich wohl alle noch lange gerne erinnern werden. Die Knirpse aus der Kita Finkenweg, Erzieherin Jeanette Feustel und Robby Sprunghofer natürlich auch.